all dem brauche ich eine Pause. Tja, definitiv verdient. Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge meines Let's Plays von Uncharted 4. Ich habe mir überlegt, diese ganze Mechanik und Architektur sind doch nicht billig. Meinst du, vom Schatz ist überhaupt was übrig? Das haben wir uns auch gefragt. Ja, danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Alter, sieht das geil aus. Ah, nicht da runter vorne, ich fahr mal lieber da lang. Da ist der Aufzug. Ja, wir müssen durch die Stromschnellen. Gibt's im Auto Rettungswesten? Ich würde sagen, wir müssen da lang. Wird schon schief. Ja, wird schon schief gehen. Genau. Keine Chance, die Strömung ist zu schnell. Nicht da lang fahren? Da müsste es ja klappen, ja. Steh mal hier. Mit dem Reifen in der Luft. Wow, Moment. Ah, so. Ich hab die Kontrolle wieder. Ich hatte nun verloren. Du hast nicht zufällig was zum Umziehen dabei, oder? Ja, klar. Super. Im Flugzeug. Nicht super. Der Damm da. Fahren wir durch Schleusentor. Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist. Jemand hat meine Frontscheibe kaputt gemacht. Kann mir jemand sagen, wer das war? Sie hat gesagt, fahren wir das Schleusentor. Hat sie gesagt. Ich hab's alle gehört. Nein! Das ist eine Scheiße gerade. Ja, wie soll ich denn da hinkommen? Bist du jetzt runtergefahren? Dann? Okay. Okay. Ist ja doch einfacher, als ich dachte. Das funktioniert natürlich alles noch. Na? Na? Drück doch Dreieck. Mehr kann ich doch nicht drücken. Jetzt mach das. No, da geht's nicht durch, würde ich sagen. Nate, das klappt nicht. Ist
blockiert. Okay, ich versuche das andere. Okay, dann müssen wir darüber. Nein! Ich bin erschrocken gerade. Hinter Tür Nummer 2. Ist eine große Flutwelle, wetten? Nope. Glück gehabt. Das hier scheint zu gehen. Gut gemacht. Danke. Alles gut. Alter, wird er mir also ein bisschen schwindelig. Nur ein bisschen. Was ist los? Zu viel Schlamm. Muss außen rum. Hey, vielleicht kommen wir da hoch. Gute Idee. Es ist, Guck mal, ich kann's nicht rückwärts. Wart's ab. Festhalten. Okay. Ach, geschafft. Hey, du klingst überrascht. Vielleicht ein bisschen. Vertraut sie uns etwa nicht? Und wir sind oben. Warum ist da eine Leiter? Wer hier wohl gewohnt hat? Bestimmt der Aufzug. Wärter-Typ. Aufzug-Wärter-Typ. Sie wussten wohl, dass eine große Sache im Gange war. Okay, nehmen wir mit rein. Schatz, war mir klar, dass da einer liegt. Das war echt schon ein bisschen offensichtlich gerade. Leute, gebt euch mal mehr Mühe. Wie stehen die Chancen, dass der Aufzug geht? Bis jetzt waren es 2 von 2. Ja, das heißt, das nächste Desaster steht an. Das Wasserrad läuft, ein gutes Zeichen. Kannst du mir helfen? Au. Ich halte auf. Hol den Wagen. Schönes Gewehr hat er da. Drück! Drück, 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 drück. Alter Mann, würde ich mal sagen. Okay, wenn das mal gut geht. Drei von drei. Einfach wunderbar, die Piratentechnik. Wie der läuft. Wow. Wie auf einer Postkarte. Ja, Libertaria. Wunderschöne Landschaft. Und Schießereien auf Leben und Tod.
Wieso hast du deine Meinung geändert? Hm? Na, du wärst fast nicht zurückgekommen. Na, sollte ich abhauen, während du bis zum Hals drin steckst? Und weißt du, dann war da noch dieses Ehegelübde. In guten wie schlechten. Ja. In guten wie schlechten. Nathan. Hier. Oh, los, hilf mir mal. Herr Chefin. Ich muss. Dahin muss ich. Klar. Okay. Eins, zwei und. Okay. Weißt du selbst, wenn du glaubst, mich zu schützen, hast du kein Recht, mich so auszuschließen. Worum es auch gehen mag, wir sollten darüber reden und uns darum kümmern. Gemeinsam. Als Team. Ich weiß. Wirklich, es ist nur... Weißt du was? Konzentrieren wir uns. Das hat bis später Zeit. Die Frau ist unglaublich. Die Frau ist der Wahnsinn. Nächster Halt, New Devon. So, wie hat Shoreline bitte die ganzen Panzer und alles hier hochgekriegt, die gleich wahrscheinlich noch kommen werden, die ganzen... Oh, ist das schön. Guck mal, die Bäume sich, wie die sich bewegen. Und die Musik dazu. Hier, Sully. Wo bist du? Noch in der Luft. Ein paar Shoreline-Fahrzeuge sind unterwegs nach Norden. Werden wir wohl bald sehen. Geht euch beiden soweit gut? Es gab ein paar Probleme, aber soweit so gut. Okay, gut. Meldet euch, ja? Ich bin immer gern auf dem Laufenden, okay? Wir versuchen. Ja, Sully. Over und out. Oh, das war gerade echt schön, muss ich sagen. Moment, da komme ich doch. Nein, wir fahren nicht rückwärts. Okay, wir müssen über die Brücke rüber. Verdammt! Dreh um, wir fahren zum Wasserfall! Ich kann nicht! Die Strömung ist zu stark! Ich kann nichts machen. Nate, klar, wir können die Felsen hochklettern. Okay. Hallo. Ah. Ernsthaft? Ah, da kann ich mich. Da geht's. Tschüss, Sheep. Warum explodiert der? Das war zu kurz. Ach, ich hasse mein Leben. Ah, liegt er wenigstens neben dem Jeep. Der nicht mehr qualmt, nachdem er explodiert ist. Okay, bin okay. Der Baum ist nicht okay. Komm schon. Mach's mir doch nicht so schwer. Mal.
Ja, warum geht denn das nicht? Weil ich schon irgendwas falsch mache. Nein. Weil ich tatsächlich schon wieder irgendwas falsch mache. Ich muss aber dahin. Wahrscheinlich muss ich mehr. Komm schon. Nochmal einmal. Alter, das war einmal zu viel. Okay, also der Baum bricht auch ab, wenn wir nur hängeln. Hangeln. Ah. Okay, bin okay. Der Baum ist nicht okay. Komm schon. Ja, Gott sei Dank. Danke. So viel zum Wagen. Ja. Komm. Ich wollte dich nicht schützen. Es ist nur, ich habe geschworen, dass Schluss ist mit diesem Leben. Das haben wir beide. Ich habe den Schwur gebrochen. Ich habe nichts gesagt, weil ich hatte Angst. Angst wovor? Dich zu verlieren. Ich schätze, ich wollte mich selbst schützen. Verstehst du? Wir haben noch eine weite Strecke vor uns. Ja. Wir sollten weiter. Ja. Hier lang. Die beiden sind so süß. Sind wir auf der richtigen Flussseite. Ja, das wäre übel gewesen. Schön ist es hier, wirklich. Gute Idee. Also, wie kommen wir da hoch? So schon mal nicht. So definitiv schon mal nicht. Vielleicht machen wir hier mal Urlaub, was? Ja. Die sind so leise. Na gut, sie steht ja auch ein bisschen weiter weg, aber auch wenn sie nur ein paar Meter weg steht, sind sie so leise. Ja, verdammt. Allein hier? Ich habe mich um Mitternacht von Eleanor und der kleinen Abigail verabschiedet. Sie haben mich sich den anderen Flüchtlingen auf Bord der Swift zu angeschlafen, auf der Suche nach neuen Ufern. Ich schätze, dass sie bald. Der Gründer haben mir alles genommen. Sie haben eben alles. Wir haben allen alles genommen. Ein bisschen Gold. Oh, was ist los? Das bisschen Gold, das ich beisteuere, ist nun weg oder befindet sich hinter den. Denn wir werden es bald erfahren. Bei Sonnenuntergang holen wir uns ein Recht mit dem Eigentum. Sie könnten Schatz, also werden sie es auch. Meine liebste Eleanor, meine süße Abby, sollte. Okay. Tja, Ruhe in Frieden, Piratenfreund.
Wie bitte will Shoreline mit den ganzen LKWs hier hinkommen? Das muss mir mal echt mal jemand erklären. Wow. Oh, wow. Also den Kleidern nach sind das Siedler. Vielleicht gab es einen Kampf? Nein, das glaube ich nicht. Sieh dir ihre Positionen an. Ja, du hast recht. Sie wurden gestapelt oder einfach gegen die Wände gelehnt. Sie waren schon tot, als man sie hergebracht hat. Das ist ein Massengrab. Verräter. Sieh dir das Schild an. Verräter. Einer der Rebellen. Eine schlimme Art zu sterben. Hier ist noch einer. Ich will mal ein Foto machen. Mal das mal ausblenden hier und dann machen wir mal ein Foto davon. Also dann darf ich dann noch nicht vergessen, das auch als Thumbnail zu bestellen oder als Thumbnail zu machen. Gemeint. Ich persönlich gemeint. Kommst du mit? Oder bleibst du da? Mein Gott. Liebe Leute, aber an dieser Stelle werden wir mal Feierabend machen. Das ist jetzt ein neues Kapitel und fast auch von der Zeit her. Wenn es euch gefallen hat, schreibt es mir in die Kommentare, gebt mir einen Daumen nach oben und ich hoffe, wir sehen uns morgen wieder zu einer weiteren Folge meines Let's Plays von Uncharted 4 hier auf meinem Kanal. Vielen Dank, bis morgen. Ciao.